Die Zeit von Granblue Fantasy Relink ist jetzt so langsam vorbei, das heißt, mein Fokus gibt wieder ein bisschen mehr in Richtung Monster Hunter. Jetzt wollte ich heute mal rausgehen, weil ich ja frei habe. Und was merke ich? Es regnet ohne Ende. Es stürmt ohne Ende. Und ich frage mich seit Monaten, wann hört das endlich mal auf? Also Hut ab für all diejenigen, die jetzt echt noch Motivation haben, nachdem man auch ein hohes Jägerrang erreicht hat, die Waffen alle auf 9 oder 10-4. Es gibt ja da ein paar, die geschrieben haben, die sind auch schon so weiter und spielen jetzt eher so lala auf dem Weg zur Arbeit, mal eine Runde beim Einkaufen. Mache ich auch nicht anders. Ich verbinde das jetzt aktuell bloß noch mit mal kurz rausgehen und dann irgendwie was nebenbei erledigen und warte dann auf das kommende Update im März, wenn dann der Barriot so langsam verschwindet und neue Sachen kommen, vielleicht dann für den Hunteton oder generell für die Oberweltkarte. Naja, das ist erstmal so Punkt Nummer 1. Dann, ich gehe mal auf meine Freundesliste, da hat sich einiges getan. Hier 98, weiß nicht, was da Cap ist. Vielleicht 100, vielleicht 200. Und jetzt, Leute, bin ich nämlich auch im Bild. Sly hat die 200 geschafft. Na daher, herzlichen Glückwunsch. Dich gefreut von Manot. Schöpf hat auch schon lange nicht mehr gespielt. Auch die Lust verloren, verständlicherweise. Enziferum Mark, immer noch oben. Also ja, sind schon ein paar Leute, die 150 so anstreben und auch geknackt haben. Das ist schon eine hohe Kunst. Und ja, krass, dass doch noch so viele, also für mich sind das ja viele, hier Interesse haben, noch zu zocken. Und ich habe auch schon mal gesagt, hier fehlt ein Gildensystem. Das wäre das Geilste, was ich mir vorstellen kann. Das war ja in einer der ersten Folgen, was ich euch schon gesagt habe als Vergleich. Schaut euch mal das Spiel Jurassic World Alive an. Da gibt es so ein geiles Gildensystem. Da hast du Platz bis zu 50 Leute und da gibt es halt Gildenaufgaben. Das wäre nochmal eine Motivation, wenn es da heißen würde, hey, die ganze Gilde, die muss da 1000 Jagras blätten in einer Woche. Und das schafft man. Dann gehst du da raus und guckst, wie viel wurden schon gelegt und dann kriegst du irgendwie nach einer Woche irgendeine Endbelohnung. Das wäre doch geil. Weil dann muss man nämlich in der Gruppe aktiv bleiben und dann kannst du immer noch aussortieren. Diejenigen, die jetzt nicht mehr spielen, rauskicken. Einfach rauskicken und dann den Neuen die Möglichkeit geben, hier wieder reinzusteigen. Auch ich bin ja auch nicht jetzt so krass am Hunten wie früher, aber immer noch aktiv dabei. Jeden Tag die Dailies, die schaffe ich schon noch und ich kombiniere das auch mit dem Gehen zur Arbeit, mit dem Einkaufen, was auch immer. Also ja, es wird die Lust irgendwann wieder steigen Richtung Sommer, aber das braucht Monster Hunter auf alle Fälle. Das wäre doch schade, hast du hier die ganzen Leute und kannst ehrlich gesagt nur die beobachten. Ich hoffe, irgendwann schaffen es Sets noch ins Spiel, das wäre ganz cool und dass man hier mit der Liste ein bisschen mehr anfangen kann. Ja, dann, warum zeige ich das? Ich hatte zwei Geschenke bekommen, habe ich erst später gecheckt. Einer hat mir 1000 Zenny so geschenkt. Ich dachte, das wäre so ein Freundschaftsbonus, aber nein, es gibt ja hier im Shop, da haben wir es, hier unten noch die Möglichkeit, ein roter Glücksumschlag für 1250. Oh, das tut mir so weh. Und dann habe ich das hier noch bekommen. Weil ich weiß ja nicht mehr, von wem das war. Ich dachte, das ist wirklich so ein Freundschaftsbonus. Es gibt ja noch am Anfang, hast du ja die Möglichkeit, Freunde einzuladen. Dann kriegst du ja irgendwie auch Tränke und Geld. Aber das ist dann eher das gewesen. Fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich habe es immer lieber, wenn ihr sowas für euch selber nutzt. Also klar, es ist cool, dass ich jetzt hier vier Tränke habe und nochmal eine schöne 1000er Spritze. Aber 2,50 Euro. Leute, kauft euch davon lieber irgendwas zu essen. Auch wenn es euch jetzt nicht wehtut. Aber ich kann das nicht annehmen. Ich kann sowas eigentlich nie annehmen. Ich würde es am liebsten zurückschicken, aber geht ja nicht. Ich nehme es trotzdem dankbar an. Es ist ja eh passiert. Also richtig cool, dass ihr da mich dahingehend supporten wollt. Aber macht das bitte zukünftig nicht. Weil ich kaufe es mir dann eher selber. Und das ist Geld von euch, Leute. Es ist euer Geld. Gebt das für euch auch aus. Ihr habt es hart verdient. Durch Arbeit. Taschengeld. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, die hier zuschauen, die haben schon ihre eigene Arbeit. Aber ja, wollte ich nochmal gesagt haben, habe ich jetzt erst mitbekommen. Und da vielen lieben Dank dafür. Aber bitte zukünftig nicht mehr. Mir hilft dann eher ein Austausch. Netter Kommentar, Daumen nach oben. Und dass man überhaupt noch dabei ist beim Monster Hunter, das ist doch schon cool genug. So, und jetzt machen wir Folgendes. Da ich ja die ganze Woche Granblue Fantasy Relink gezockt habe, gehe ich mal jetzt auf neue Infos. Und zwar das hier. Das hier ist ein Datamine, 2 Tage erst alt. Ich weiß immer nicht, wie zuverlässig das hier ist.
Das habe ich auf der Seite von Dexiato bekommen. Ist ja nur auch jetzt nicht die zuverlässigste Seite. Und selbst hier weiß man nicht, wo hat dieser Mensch das her? Ist das valide? Und so weiter und so fort. Aber wenn das stimmt, sehen wir, dass wir 4 neue Monster haben. Einen Devilio, Kushala Daora, Odogaron und Korallen Poke Poke. Jetzt haben wir hier noch die Charge Blade. Dürfte für einige spannend sein, die Info. Und natürlich hier der Hinweis, es kann alles noch geändert werden. Nichts von dem muss es ins Spiel schaffen. Aber dass überhaupt das in dem Code gefunden wurde, zeigt ja schon eine gewisse Richtung. Und wir wissen, es stand in den Update-Texten ja offiziell drin, es wird ja ein Event geben und sehr wahrscheinlich auch zukünftig immer mehr der Fokus auf diese Huntathons, diese Jagdmarathons. Ich kann mir vorstellen, dass dann sowas hier wie ein Kushala oder ein Devio, ja wobei, nee, Devio passt nicht in Huntathon, die greifen ja immer ein, da frage ich mich, wie sie das regeln wollen. Wäre aber geil, wenn du irgendwie ein Monster anklickst. Und dann kommt aber nicht das Monster, dann kommt dann der Typ hier und du musst dann gegen den Typen kämpfen. Wäre ein bisschen fies, weil ohne genug Tränke können sie es eigentlich nicht machen. Aber das hier wird doch bestimmt Jagdmarathon spezifisch sein, weil ein Drachenältester wird never ever auf der Karte zum Handen frei verfügbar sein. Das wäre einfach zu krass. Das wäre einfach, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist für die sehr wahrscheinlich so eine kleine Geldgrube. Ich kenne keine Zahlen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld haben denn die Leute für einen Zinnogre zum Beispiel ausgegeben in diesen Huntathons. Aber ja. Aber damit leben könnte ich auch. Dann machst du eben so deine 3-4 Kushalas am Tag, wenn die auf Level 6 starten. Ich weiß es nicht. Müsste ja gehen und dann mal gucken. Aber ja, das ist doch cool. Also da freue ich mich dann schon eher drauf. Und ich habe auch gelesen, es soll auch im Datamine. Ich glaube, das ist hier von denen die Seite. Haben die nicht geschrieben? Hier, genau. Monster Hunter Now Layered Armor. Das ist doch eigentlich ziemlich geil. Which seems to support the theory that Niantic will giving players the chance to go deeper on their character's customization. Und das will ich da auch haben. Wir alle brauchen auf jeden Fall Rüstungen, die wir optisch einfach nur tragen können, ohne dass wir den Effekt verlieren. Das ist das, was in allen Monster Hunter Spielen immer erst in irgendeinem Update dazu gepatcht wurde. Also das ist offensichtlich immer wieder ein Plan. Die wissen, die haben da Bock drauf, die Leute. Geben wir den aber später, damit die halt sich wieder einloggen. Ganz normale Strategie, was ich mittlerweile auch in anderen Handy-Games festgestellt habe. Also die wissen schon, woran es hapert. Die spendieren uns das aber nicht alles gleich auf Anhieb. Die machen das schön nach und nach, damit die Leute sehen, oh, da wird ja was getan. Und 100 Pro haben die alle schon in der Hinterhand. Naja, wollte ich euch gezeigt haben und mehr Infos gibt es erstmal nicht. Ich gehe nochmal weiter raus für ein bisschen Handne. Ich hoffe, das Wetter wird nochmal besser. So ein paar Rosaratians möchte ich schon noch mitnehmen, dass ich die Rüstungsteile, die ich halt habe und auch brauche, noch auf 7,5 bekomme. Und mein Ziel ist immer noch, ich will die Eiswaffe auf 10,4 haben, um dann den Zinnogre auf der Stufe 8 zu legen. Das wäre nochmal so mein Wunsch. Ein Pink Ratian der Stufe 8 im Huntathon, den kann ich schon legen. Ich weiß aber nicht, ob die Waffe von 10,4 schon ausreicht, ob ich da so ein Zinnogre schon packe. Aber ja, das ist nochmal so ein kleines Ziel, da sehe ich noch mich motivierend rausgehen. Und spätestens, wenn ich auch so 5 Waffen habe, die auf 10,4 sind, dann ist so der Punkt erreicht, wo ich eigentlich nichts mehr machen kann. Weil 10er Monster kannst du knicken, 9er Monster legen können, vielleicht noch und dann Stufe 10 freischalten. Das ist dann das Höchste der Gefühle und mal gucken, ob ich das dann irgendwann schaffe. So, das war erstmal wieder eine Folge zum Monster Hunter. Damit seid ihr up to date. Ich bin auch wieder ein bisschen up to date und dann mal gucken, was das nächste Event so bringt. In-Game-Text hieß ja, es gibt jetzt Bariat und Legiana, kommt ja demnächst ab dem 16. Und da wird nochmal schön Legiana geballert. Habe ich auch wieder Bock, wenn denn das Wetter mitspielt. Und damit euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann irgendwann wieder nochmal zu Granblue Fantasy, aber das gehört hier sonst nicht mit rein. Und damit, wenn ihr hauen und tschüss.